Hallo zusammen. In meiner Systematik, die ich aufgestellt habe, um die Möglichkeiten des Klonobjekts für parametrische Fassaden in Cinema 4D zu untersuchen, komme ich zu einem Projekt, das in der Reihe hier einsortiert ist, nämlich dass Fassadenelemente auf eine Basisgeometrie skaliert werden, die wir je nach Achsbreite individuell anpassen können. Das heißt, die Fassadenmodule, die wir hier sehen, werden anhand von Objektkanten in ihrer Breite angepasst. Wir schauen uns das mal in der größeren Darstellung an. Wir haben hier, wie ich finde, eine sehr komplexe Geometrie, die auf der einen Seite so eine Sägezahnstruktur der Fassade aufweist. Bei genauerem Betrachten sieht man, das ist in jedem Geschoss ein anderes Motiv dieser Zackung. Wir sehen, dass wir unterschiedliche Elementbreiten haben und wir sehen, dass wir geschlossene und offene Elemente haben. Bei genauerer Betrachtung sieht man noch, dass von innen auch ganz gut, dass wir Verschattungselemente haben, also die unterschiedlich tief heruntergelassen sind. Das ist also alles in allem eine sehr komplexe Fassade. Ich habe auch da ganz ehrlich gesagt eine ganze Weile gebraucht, mir das aufzulösen, aufzuschlüsseln, die Fotos, die ich dafür im Netz recherchiert habe, so lange anzuschauen, bis ich die Systematik verstanden habe. Und ich habe die Systematik hier für diese Aufbereitung im Kloner noch etwas übertrieben. Ich habe also die durchaus auftretenden Variationen der Achsbreiten hier für meine Erläuterung etwas zugespitzt, um einfach zu zeigen, wie leistungsfähig dieses Tool ist und in welcher Geschwindigkeit wir das modifizieren können. Und das wollen wir uns auch als erstes mal anschauen. Ich wechsle mal hier in das Cinema 4D und werde als erstes mal diese Datei wieder von ihrem Grundaufbau erläutern. Dann möchte ich hier mal die Modifikationsmöglichkeiten zeigen. Das heißt, wir werden sehen, wie schnell wir diese Fassade anpassen können. Und dann steigen wir ein in den schrittweisen Aufbau dieser Fassade. Okay, zuerst zeige ich mal wieder die Objekte, die lediglich aus der Render-Vorlagedatei dazugekommen sind. Wir haben die verschiedenen Himmelssettings. Wir haben die Innen- und Außenkamera als physikalische Kamera, das heißt mit der Möglichkeit hier ISO-Werte und Blendwerte anzupassen. Das ergibt sich aus der Einstellung, dass ein physikalischer Renderer benutzt wird und den entsprechenden vorkonfigurierten Settings. GI-Rendering, das ist alles in dem Tutorial zur Render-Vorlagedatei ja schon erläutert. Sprich, das kommt von außen. Jetzt haben wir hier verschiedene Elemente, Hilfskonstruktion, eine Ebene, ausgeblendete Geometrien für die einzelnen Geschosse, für die Basiskonstruktion. Das werden wir uns also anschauen. Das sind also diese Sägezahn-Fassadenelemente, die da erstmal zugrunde gelegt wurden. Das ist dann benutzt worden, um daraus ein Grundraster zu machen. Und das schauen wir uns jetzt mal als erstes an. Dazu schalte ich nochmal alles aus, was überflüssig ist. Und das gucken wir uns als wirklich erstes Mal an. Wir sehen, wenn ich die Kloner ausmache, sehen wir hier unten die Basiselemente des Kloners für die Decke mit
hinten angefügter Wand. Dann sehen wir Fassadenelemente. Das sind drei Stück. Ich habe die Verschattung 1, 2, 3 genannt. Das hat einfach mit der Länge der Verschattung zu tun. Aber wir sehen, die Geometrie ist im Prinzip exakt dieselbe. Lediglich die Verschattung variiert. Und dann haben wir ein Element, das habe ich genannt, geschlossene Fassadenflächen. Das kann ich mal ein Stück wegrücken. Da sehen wir, dass sich die zugewiesene Materialdifferenzierung hier, diese weißen Polygonflächen, die habe ich nochmal abgelöst und mit einer Materialstärke versehen. Das kann ich hier, die Materialstärke kann ich jetzt einfach drauf addieren und damit erhalte ich sehr flexibel. Ich schiebe das jetzt mal wieder an die Wand. So, alle Schritte rückgängig gemacht. Damit erhalte ich sehr flexibel, sollte ich die Aufteilung, was ist geschlossen, was ist offen, nochmal ändern wollen, kann ich einfach die Polygone hier neu ablösen, da hineinstecken und hätte in wenigen Sekunden meine Wandscheiben wieder erzeugt. Warum habe ich das so gemacht? Blende das mal aus, lösche auch mal dieses Material. Die Idee dahinter ist, dass es Polygone gibt, die alle ein und dasselbe Material haben und auf die komplett die Fassadenmodule geklont werden. Das heißt, ich kann die Fassadenmodule hier variieren und der Trick durch diese Selektion und das Zuweisen eines Materials plus das hinten dranhängen einer Bandfläche, hier wieder eingeblendet, ist, dass ich diese Verschattungselemente einfach verstecke in dieser Wand. Das heißt, die Verschattungselemente sind da. So, ja, die sind hier. Ich verstecke die einfach nur. Das erhöht die Flexibilität dieser Fassade ungemein. Und wenn man sich vorstellt, wie so eine Fassade tatsächlich funktioniert, dann ist das ja hier mit Sicherheit keine gemauerte Wand, sondern das ist tatsächlich mit einem Panel gefülltes Fassadenelement. Das heißt, wir können jetzt hier die Fassade in sehr, sehr kurzer Zeit, könnten wir zum Beispiel sagen, die besteht aber nur aus komplett gleichen oder nur zwei Fassadenelementen, die hier heruntergelassen sind. Ich tausche jetzt einfach mal hier im Kloner diese Fassadenmodule aus. Ich habe jetzt mal nur eins reingelegt. Jetzt haben alle Fassadenelemente eben die gleich heruntergelassenen Jalousien. Als nächstes möchte ich nochmal eingehen auf diese Möglichkeiten. Ich mache den Kloner nochmal aus und blende die Wand aus. So. Als nächstes möchte ich nochmal eingehen auf diese hier unterschiedlichen Breiten. Und wir wollen uns mal anschauen, das meine ich. Ja, ich habe hier schon, machen wir es lieber hier oben. So, hier. Okay, so, ich habe mal hier diese Kante ausgewählt und wenn ich jetzt rein im Polygonmodus bin, weiß ich, dass ich, wenn ich eine Kante selektiere, dass ich diese Kante hin und her schieben kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich die Fassade einblende. Ich kann jetzt, und ich mache das nochmal deutlicher, ich stecke jetzt hier die anderen Fassadenmodule wieder hinein, aktiviere wieder dieses Polygon-Grundraster und wir sehen,
Ich kann jetzt jedes Fassadenmodul in der Breite anpassen. Und wenn ich jetzt mal den Verputz hier wieder dazwischen lege als Material. So, hier lege ich den wieder hin und weise dieses Tag hier wieder zu. Dann sehen wir, dass wir jetzt innerhalb dieses Systems eine so ungeheure Flexibilität haben, die ermöglicht also eine Individualisierung der Fassade, wie man sie, glaube ich, effizienter nicht hinbekommt. Wie ist das jetzt grundsätzlich vom Kloner her gelöst, dass diese Flexibilität der Modulanpassung erreicht wird? Die Basis ist, wie gesagt, dieses Polygonobjekt, was das Fassadengrundraster herstellt. Und dem Kloner ist gesagt worden, klone die Objekte auf das Grundraster-Polygonobjekt, ja, an dem ich gerade die Kanten modifiziert habe, in dem Modus Kante. Und nehme dafür diese Kantenselektion und skaliere die Objekte auf 100% der Kantenbreite. Das heißt, wenn ich hier den Standardwert einstelle, sehen wir, ich mache die Skalierung mal aus, dann sehen wir das Fassadengrundraster, ich habe das mit einem Meter festgelegt. Ist jetzt bei den schmalen Elementen natürlich zu schmal. Das heißt, hier würden die Elemente, die ja alle einen Meter breit sind, diese drei Module, hier würden die zu groß sein, würden sich überlappen. Und hier sind Elemente, die sind zu breit. Hier sieht man das auch, da würden Lücken entstehen. Deswegen auf Kante skalieren, auf 100% schieben. Und jetzt werden diese Module, die alle einen Meter breit sind, auf die schmaleren bzw. breiteren Fassadenelemente aufgedehnt. Das muss man einschränkend, muss man sagen, das ist tatsächlich eine Skalierung, also eine Parametrik, dass man sagt, die einmal definierte Rahmenstärke von 6 cm, die ist immer gleich. Das geht mit Cinema 4D und diesem ganzen Aufbau über Klone natürlich nicht. Wir müssen uns einfach vorstellen, was hier steht, auf Kante skalieren, das wird auch gemacht. Er stretcht diese Geometrie bzw. staucht diese Geometrie und wir erhalten hier natürlich jetzt unterschiedliche Rahmenbreiten. Das geht sich in der Gesamtansicht natürlich, fällt das nicht auf. Es ist eine Visualisierung, es ist kein baukonstruktives Modell. Also zusammengefasst muss man sich vergegenwärtigen, was ist das Potenzial und was sind die Limitierungen. Eine zweite Limitierung dieses Systems ist, es basiert auf diesem Polygonelement, das aus den Einzelgeschossen entstanden ist. Möchte ich dieses Sägezahnmotiv nochmal ändern, hätte ich es jetzt relativ schwer, das mit der Bearbeitung der Kanten dieses Gesamtobjektes zu tun. Ich kann die natürlich einzeln editieren. Ich könnte jetzt also das Sägezahnmotiv noch weiter auf die Spitze treiben, wenn ich das will. Aber ich kriege natürlich diese Aneinanderreihung von Fassadenelementen in einem Winkel, das kriege ich jetzt so ohne weiteres nicht mehr hin. Da ist es einfacher, man bearbeitet diese Fassadenebene neu und setzt sie neu zu diesem Gesamtraster zusammen und weist die Klone da nochmal drauf zu. Als letztes möchte ich noch mal zeigen,
wie der Kloner dazu kommt, dass er die Klone darauf anpasst und wie das mit der Kantenskalierung zusammenhängt. Sie sehen hier ein Tag, Kantenselektion, Selektion wiederherstellen und hier wird deutlich, es sind immer die Unterseiten dieser Polygone ausgewählt. Demzufolge, wer jetzt schon ein bisschen mitdenken kann, der Nullpunkt jedes einzelnen Fassadenmoduls ist also auch diese Unterkante. Ja, mit diesem Nullpunkt wird es erstmal auf die Kante gesetzt und dann aufskaliert. Das steckt hinter diesem Setting. Ja, nochmal zurück. Module auf Kanten skalieren. Das ist also im Wesentlichen ein Unterschied, als zu sagen, ich setze die Module in die Polygonmitte, wie wir das hier gesehen haben. Ja. Also die zwei großen Unterschiede, Polygonmitte und auf Kante setzen mit den unterschiedlichen Potenzialen, stellen sich in diesen beiden Projekten am besten dar. Ich bin zurück in Cinema 4D, habe ein neues Dokument angelegt und wir beginnen mit dem Aufbau der Gewandkloners. Das heißt, wir werden also als erstes eine Decke auf Basis eines Würfels erzeugen. Die machen wir 0,2 Meter hoch. Ich habe das aus den Fassadendarstellungen der Internetrecherche so abgeleitet. Das Maßsystem basiert also nicht auf Plänen, die mir zur Verfügung standen, sondern ich habe mir ein eigenes Maßsystem aufgebaut und das kommt jetzt hier zur Anwendung. 20 cm für diese schlank auskragende Deckenplatte. 20 Meter machen wir unseren betrachteten Fassadenausschnitt breit und 10 Meter für die Raumtiefe. Das ist jetzt relativ viel, aber das spielt ja jetzt für diesen Fassadenausschnitt keine Rolle. Wir können also diese Deckenplatte noch 5 Meter nach hinten schieben und bekommen damit im Nullpunkt, sieht das bei mir immer etwas schlechter, weil ich das Grundraster ausblende. Hier ist der Dokument-Nullpunkt und da liegt diese Deckenplatte. Die löse ich jetzt in ein Polygon-Objekt auf mit diesem Button hier oben und werde jetzt die Hinterkante aktivieren. Wähle mit rechter Maustaste Extrudieren, sage, der Winkel für die Kante soll 90 Grad sein und der Offset, das heißt das Maß, um was verschoben wird, soll 3 Meter sein. So, klappt so nicht. So klappt es. Ich habe hier 0 eingetragen, muss dann aber hier minus 3 nehmen als Wert. Warum auch immer. Okay, hat funktioniert. Als nächstes werden wir einen Kloner anlegen und dieses Grundobjekt Decke plus Wand nennen. Das legen wir in den Kloner und der macht jetzt Folgendes.
Er nimmt den Nullpunkt des vorhandenen Objektes und zieht ihn auf seinen eigenen Nullpunkt. Das heißt, unsere Decke rutscht jetzt wieder in eine andere Position. Das wollen wir so nicht. Ich nehme den nochmal raus. Ich möchte ja, dass der Nullpunkt des Dokumentes auch für die einfache Erstellung der Fassade dann hier vorne liegt. Das heißt, die Deckenvorderkante soll auf 0 liegen. Demzufolge sage ich, okay, die Achse des Objektes, diese hier, die setze ich einfach auf 0 in diesem Koordinatenmanager anwenden. Und jetzt liegen die Nullpunkte des zu klonenden Objektes und der Nullpunkt des Kloners liegen in ein und demselben Punkt, nämlich im Dokumentennullpunkt. Und jetzt lege ich die Decke wieder hier rein und kann den Wert für die Geschosshöhe, die Systemhöhe 3,2 eingeben und fertig. Okay, Schritt 1 geschafft. Im nächsten Bearbeitungsschritt werden wir jetzt diese Sägezahnfassade für ein Geschoss erstellen, das dann duplizieren, in den anderen Geschossen anpassen und auf dieser Basis dann ein Gesamtpolygonobjekt für diese 5 Geschosse erhalten. Fangen wir an. Ich mache den Kloner inaktiv und gehe in den Grundriss. Erzeuge mir eine Ebene. Das wird unsere Hilfskonstruktion. Die soll plus Z ausgerichtet sein und soll einen Meter nach innen gerückt sein. Okay. Dann blende ich mir wieder mein Weltraster ein. Das sind ja hier Meterschritte. Und werde dieses Tool, nämlich das sogenannte Snapping, erstmal mir als Palette hier rausziehen. Dann schalte ich es an. Arbeitsebene, Punkte aus, Arbeitsebene an, Raster, Punkt Snapping. Man muss das nicht hier rausziehen, man kann das natürlich auch innerhalb hier auswählen. Ich finde es immer übersichtlicher, wenn man sich das mal temporär ablöst, es als schwebende Palette dann in seiner Darstellung findet und man das hier einfach anklicken kann. Als nächstes werden wir jetzt mit dem Spline-Stift-Werkzeug einen linearen Spline ziehen und dadurch, dass der Rasterpunktfang eingeschaltet ist, können wir jetzt hier in einem Systemraster, so machen wir das mal, unser Sägezahnmotiv hier dazwischen eintragen. Escape schließt jeweils dieses Spline-Objekt ab. Was fangen wir jetzt mit diesem Spline an? Wir deaktivieren zunächst mal das Snapping hier oben über diesen ersten Button und blenden uns auch das Klonobjekt aus. Ich habe die Ebene so eingerichtet, dass sie 22 Meter breit ist und 22 Segmente hat. Wir werden jetzt diesen Spline in ein Extrusionsobjekt stecken. Die Extrusion kommt
immer mit dem Wert z gleich 0,2 daher. Das setze ich auf 0. Und die Höhe setzen wir auf 3 Meter. Wenn wir jetzt diesen Spline dort hineinlegen, dann wird dieser Spline extrudiert. Ich habe mir noch ein Material angelegt, schiebe das mal hier drauf, dass ich das besser erkennen kann. Meine Darstellung wird jetzt etwas anders aussehen als die Ihrige. Das liegt daran, dass ich hier den Spline schon mal umkonfiguriert habe. Der Standard ist ja, dass hier steht zum Beispiel keine Zwischenpunkte. Und wir können hier unterschiedliche Zwischenpunktarten einstellen. Und was ich gewählt habe, ist diese Unterteilung, die sagt, mache also den Winkel mit 5 Grad, den habe ich vorgeschlagen bekommen. Und hier die maximale Länge habe ich jetzt mal auf 1,30 Meter gesetzt. Ich habe also in der Zwischenzeit mal ein bisschen was ausprobiert, habe hier verschiedene Werte mal eingetragen, denn es ist ja klar, dass wenn ich eine Diagonale von diesem Punkt auf diesen Punkt ziehe, also jetzt mache ich doch mal die Ebene aus, so, dann sehe ich es besser. 1 Meter in diese Richtung, 4 Meter in diese Richtung, dann kann natürlich diese Unterteilung hier die Teilstrecke nicht auch 1 Meter sein. Das wird also 1 Meter irgendwas sein. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eigentlich eine Fassade wollen, die Standardelemente von 1 Meter Breite aufweist und nur individualisierte Elemente, das heißt 1,30 Meter, 60 cm, also schmale und breitere, ein Sondermaß haben sollen, dann könnten wir nicht so arbeiten. Wir bekommen diese Extrusion mit einem untergeordneten Spline nicht so hin, dass wir sagen können, das sind exakt 4 Meter und das ist exakt 1 Meter und dann kommen wieder 2 Meter. Da gibt es keine Tools, die mir bekannt sind, zumindest nicht in Cinema 4D, mit denen ich das so schon beim Zeichnen ja einstellen könnte, dass quasi ein erzwungener Fang von 1 Meter Schritten beim Spline-Zeichnen entsteht. Deswegen habe ich diesen Rasterfang über dieses 1-Meter-Raster verwendet, um eine Annäherung dafür zu bekommen. Wenn ich jetzt hier 1 Meter eintrage als maximale Länge, dann analysiert er dieses Teilstück, sagt, da passen keine 4 Stück rein, muss ich also 5 Stück da reinmachen. Das möchte ich nicht. Ja, dann kriege ich ja eine Fassade aus lauter ganz schmalen Elementen, die natürlich auch alle eine individuelle Länge haben. Also habe ich hier gesagt, okay, 1,3 ist ein Wert, in dem die meisten Toleranzen abgedeckt sind. Wir sehen natürlich, dass das hier, die Diagonale, mehr als 1,30 Meter ist und deswegen hier schon 2 Elemente wieder eingefügt werden. Was wir jetzt tun können, ist, dass wir uns diese Fassade dahingehend anpassen, dass wir, schieb das mal so hin, fasse jetzt hier diesen Punkt an, das heißt, eine Verschiebung erfolgt jetzt in die X- und die Z-Achse und die kann ich jetzt mal hier noch ein Stückchen verschieben. Vielleicht ist das gar nicht so klug. Ich fasse nur diese Z-Achse an und schiebe das ein Stückchen nach vorne, dass jetzt hier auch nur ein Einer-Element entsteht. Es ist irgendwas schiefgegangen. Mach nochmal rückgängig. So, jetzt. So, dass hier auch nur ein Einer-Element entsteht. Das heißt, wir bewegen uns jetzt in einer Annäherung an diese 1-Meter-Schritte. Ja, hier sehen wir auch, hier wird es zum Beispiel mehr.
probieren wir mal mit 1,25 Meter. So, 1,25 Meter ist sogar noch besser. Also, nochmal zusammengefasst. Wir erzeugen ein Extrusionsobjekt, 3 Meter für die Höhe, passen den Spline in den Modus unterteilt auf 1,25 Meter an und schieben einzelne Punkte des Splines so hin, dass wir eine annähernde Unterteilung von 1 Meter Schritten haben. Für die Gesamtbetrachtung möchte ich nochmal erwähnen, wir haben ja mit dieser Visualisierung das Ziel, sehr schnell Ergebnisse zu bekommen, die uns einen Eindruck der Fassade geben. Ob das jetzt exakt 1 Meter oder 1,7 Meter ist, spielt letztendlich für die Entwurfsentscheidung ja nicht die Rolle. Das ist dann Ausführungsplanung, das ist Fassadendetailplanung. Da könnte man das mit anderen Tools, ich nenne da Rhino und Grasshopper, könnte man das exakt auf 1 Meter erzwingen. Da gibt es einfach nochmal andere Möglichkeiten solcher parametrischen Konstruktionen. Und für unseren Zweck, für diese, ich sag mal, 3D-Skizze reicht diese Annäherung, die wir hiermit erreichen, völlig aus. Verwenden wir nun also dieses Extrusionsobjekt für die anderen Geschosse und passen jeweils den Spline auf den Geschossen so an, dass in jedem Geschoss ein unterschiedliches Sägezahnmotiv zu finden ist. Dazu müssen wir als erstes wieder unseren Kloner einblenden. Wir setzen jetzt das Extrusionsobjekt auf 0,10 cm, um die halbe Deckenstärke zu überbrücken. Dazu prüfe ich nochmal, ist auch wirklich der Modellmodus aktiv? Dann kann ich hier 0,1 eintragen, Enter und die zukünftige Fassade beginnt jetzt bei 10 cm und endet bei 3,10 Meter, also genau dazwischen. Als nächstes kopiere ich mir dieses Extrusionsobjekt in den Zwischenspeicher, Command C, Command V, sage hier plus 3,2 als Systemmaß und das Ganze mache ich jetzt fünfmal für die fünf Geschosse, die wir abbilden wollen. Nochmal Erklärung. Ich kopiere mir also jeweils das letzte angepasste Objekt wieder in den Zwischenspeicher, füge es wieder ein und addiere hier jedes Mal plus 3,2 da drauf, wieder Command C, Command V und wieder plus 3,2. Ja? Fertig. Jetzt passen wir uns auf jedem Geschoss mit dem Punktebearbeitungsmodus die Punkte des Splines an. Und dazu werden wir Folgendes machen. Wir gehen in den Grundriss und schalten dieses Tool ein, nämlich das Ansichtssolo. Hier kann ich, wenn ich es anwähle, ich habe gesagt Ansichtssolo hierarchisch oder Ansichtssolo einzeln, das spielt jetzt hier keine Rolle. Könnte höchstens nochmal Ansichtssolo Selektion probieren, auch das
bringt keine wirkliche Änderung dahingehend, dass ich nur das Spline-Objekt sehen würde. Wir sehen ja, das ihm übergeordnete Extrusionsobjekt wird hier auch mit angezeigt. Dafür wird aber alles andere ausgeblendet. Ja, also die Idee dahinter ist, dass andere Objekte ausgeblendet werden, ich damit die Bearbeitung besser realisieren kann und danach dann wieder sage, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt soll alles wieder eingeblendet werden. Gut. Wir individualisieren uns jetzt also die einzelnen Geschossebenen und machen dazu auch wieder den Rasterfang an. Und jetzt kann jeder nach Belieben diese Fassade umgestalten. So, die Glättentext, die hier auf den Fassaden liegen, die lösche ich mal alle. Also mit gedrückter Shift-Taste habe ich das obere und das unterste aktiviert, damit alle Entferntaste. Das Entfernen der Glättentext sorgt einfach dafür, dass nicht diese Ecken hier als Rundungen interpretiert werden, sondern dass das auch wirklich scharfkantig ist. Scharfkantig dargestellt wird, muss man ja sagen. Jetzt klinke ich mich mal aus dem Video aus, werde also die Zwischengeschosse, diese drei Stück, bearbeiten. Das können Sie auch. Sie haben ja das Prinzip jetzt verstanden. Das müssen wir jetzt nicht die nächsten 3 Minuten Schritt für Schritt per Video Anleitung tun. Das kann jeder individuell machen und wenn ich damit fertig bin, setzen wir die Arbeit dann gemeinsam fort. So, Sie und ich sind damit fertig, die 5 Geschosse zu individualisieren. Und als nächstes klappen wir uns die Extrusionsobjekte zusammen und aktivieren die auch alle. So. Gehen mit rechter Maustaste auf diese aktivierten Extrusionsobjekte und sagen aktiven Zustand in Objekt wandeln. Was jetzt entsteht, sind jeweils unter den Extrusionsobjekten Polygonobjekte dieses parametrischen Extrusionsobjektes. Ja, parametrisch deswegen, weil ich es ja als Extrusionsobjekt noch verändern kann. Die Extrusionsobjekte sind auch alle noch aktiv und ich drücke nochmal die rechte Maustaste und sage Objekte gruppieren. So, das heißt, das nennen wir Basis. Elemente Fassade und die neu entstandenen Polygonobjekte werden wir auch mit rechter Maustaste Objekte verbinden und löschen zu einem Objekt zusammenschmelzen. Das legen wir dann oben drüber. Ja, ich baue das also immer von unten nach oben auf. Und das nennen wir auch Basiselement Fassade. Ich habe mir das also jetzt kopiert. Geschmolzen. So, ich mache das mal etwas ausführlicher, so von der Beschriftung, dass die Beschriftung gleichzeitig auch erklärt, wie der Prozess dahinter ist.
Dann wechseln wir in den Polygon-Selektionsmodus neben unserer Live-Selektion und wählen jetzt hier mal Elemente aus, die die geschlossenen Fassadenelemente repräsentieren sollen. Das heißt, auch hier werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Schritt erklären. Wenn Sie zu dem Projekt mal die Webrecherche sich vergegenwärtigen oder diese nochmal durchführen, sehen Sie, es gibt meistens an den Knicken geschlossene Elemente. Ich mache jetzt hier auch mal ein paar mehr als vielleicht in dem tatsächlichen Projekt angelegt wurden. So. Diese Selektion speichern wir uns. Dieser Befehl heißt Selektion einfrieren. Könnte auch Selektion speichern stehen, heißt aber einfrieren. Das bedeutet, dass die Auswahl der selektierten Polygone jetzt in diesem Tag gesichert ist. Wenn wir jetzt dem Material-Tag, das wir hier schon mal draufgelegt hatten, diese Selektion zuordnen, dann wird das Material nur noch den aktiven Polygonen, die in diesem Selektionstag gespeichert wurden, zugewiesen. Jetzt stellen wir fest, dass die Darstellung hier seltsam fleckig aussieht. Und das liegt natürlich daran, dass die Basiselemente der Fassade als Gruppe noch angeschaltet sind. Ich blende sie aus und sehe jetzt die Materialzuweisung dieses vorübergehend weißen zugewiesenen Materials auf der Fassade. Das, was jetzt hier dunkelgrau ist, wird ja dann später durch das Glas ersetzt und vorübergehend deswegen zu diesem Material, weil wir natürlich auch das durch ein anderes Material ersetzen können. Sollte, mir fällt jetzt hier gerade auf, ich würde gerne hier noch ein Element dazufügen. Sollte man also diese Selektion nachträglich bearbeiten wollen, geht man wieder auf das Polygonobjekt. In dem Fall sind alle Polygone, die zur Selektion gehören, noch aktiv. Man kann mit gedrückter Shift-Taste hier noch eines anwählen. Wichtig ist jetzt, dass wenn ich eine Polygonselektion nachträglich nochmal bearbeiten möchte, dass sie auch aktiv ist. Und ich dann diesen Befehl Selektion einfrieren nochmal aufrufe. Dann wird die überschrieben. Ja, also die aktive Selektion, das aktive Selektionstag wird überschrieben, wenn man den Befehl nochmal ausführt. Ist kein Selektionstag aktiv, wird, ich demonstriere das mal, also es ist deaktiv. Das Polygonobjekt ist aktiv, die Elemente sind ausgewählt und hier würde jetzt ein neues Selektionstag entstehen. Ja, also wenn das nicht aktiv ist, kommt noch eines dazu. Ist es aktiv, wird es immer überschrieben, sofern man den Befehl Selektion einfrieren auslöst. So, ich kann jetzt also das zweite wieder entfernen. Das war Erklärung. Jetzt müssen wir uns im nächsten Schritt die drei Fassadenelemente erzeugen und dann brauchen wir die nur noch zuweisen und sind fertig. Das ist also, wir liegen ganz gut in der Zeit und bauen also als nächstes die Fassadenelemente.
Dazu erzeuge ich mir wieder eine Ebene in Z-Richtung, die Unterteilung 1, 1 und die Breite 1 Meter, die Höhe 3 Meter. Das wird also unser Fassadenelement. Ich erzeuge mir mal ein Material mit deutlich erkennbarer Farbe. Der nächste Schritt ist, dass ich dieses Element wieder polygonalisiere. Rechte Maustaste, innen extrudieren, Abstand 5 cm sind okay und neu transformieren. Dieses jetzt entstandene innere Polygon werden wir abtrennen. Rechte Maustaste, abtrennen. Es entsteht darunter liegend ein neues Objekt, hier Ebene 2, das dieses abgetrennte Polygon enthält. Wir können es also in dem aktiven Objekt einfach durch Betätigen der Löschtaste entfernen. Ich zeige das nochmal, wie das hier sich jetzt darstellt. Das heißt, das ist das abgetrennte, das unten drunter liegende, das nenne ich also FE Glas und das FE Rahmen. Ich habe das Material gelöscht, werde dem Polygonobjekt sagen unter Basis X-Ray, werde mal übergangsweise transparent dargestellt. Das ist keine wirkliche Transparenz, die ist nur im Viewport für die bessere Modellierungssichtbarkeit. Jetzt nehmen wir uns für den Rahmen ein Kleidungsoberflächenobjekt. Damit können wir nämlich, wenn wir diesen Rahmen da hineinstecken, sagen, die Unterteilung, die er jetzt hier selbstständig vorgenommen hat, mit einem zusätzlichen Unterteilungsschritt, die setzen wir auf 0. Dafür geben wir dem Element eine Tiefe, sagen wir mal 10. Vielleicht nicht ganz so 8. Also ich habe es auf 8 cm angepasst, dass es nicht ganz so wuchtig ist. Jetzt können wir uns noch die Glasscheibe versetzen als Objekt. Verschiebe ich die in Z-Richtung 0,3. Also 3 cm sitzt jetzt diese Glasscheibe weiter innen. Dann duplizieren wir uns diese Glasscheibe noch. Command C, Command V, setzen sie jetzt auf 1. Oder wir lassen es so. Das ist gut. Okay. Und werden die unteren Punkte, bin also in den Punktemodus gewechselt. Das Polygonobjekt Glas ist aktiv. Ich fasse die an und schiebe die hier ein Stück nach oben. Was soll das sein? Das wird unsere Verschattung. Ja, die sitzt als einfaches Polygonobjekt jetzt dahinter. Für diese Verschattung möchte ich ein Material anlegen.
neues Material, das im Alpha-Kanal, das heißt, der Alpha-Kanal ist immer die Eigenschaft, die komplett durchsichtig ist, also eine Art Maske darstellt. Und hier laden wir uns eine Oberfläche hinein, die da heißt Tiles. Tiles sind potenziell solche Kachelmuster, aber auch Linienmuster. Und diese werden wir jetzt heranziehen. Wir werden zwei schwarz und zwei weiß machen. So, zwei schwarz, zwei weiß. Die Abrundungsstärke machen wir 10%, die Fugenstärke vielleicht 5 lassen wir. So, dieses Material können wir dann noch feinjustieren. Wir können also noch eine leichte Farbe vielleicht festlegen und werden dieses Material jetzt auf diese Glasscheibe legen. Ich blende mal die andere Glasscheibe aus, um das mir angezeigt oder mir anzeigen zu lassen. Die lege ich mal hoch und das wird Verschattung. Ja. Das soll sein, ich kopiere mir den Namen. So, also wir haben den Fensterrahmen, wir haben das Glas, das habe ich oben drüber gelegt, ausgeblendet und die Verschattung. Die Zuweisung als UVW-Mapping ist für unsere Zwecke jetzt ungünstig. Einfach aus dem Grund, weil UVW-Mapping bedeutet, wenn sich das Polygonobjekt verändert, das heißt der Rollo oben oder unten ist, wird das zugewiesene Material auf dieser Geometrie gestretcht. Wenn wir das umstellen in Flächenmapping und ich jetzt diesen Rollo nach unten fahre, dann verändert sich die Skalierung der Textur nicht. Und so eine Jalousie funktioniert ja auch eher so, dass die diesem Eindruck näher kommt. Also es ist ja nicht so, dass sich die einzelnen Jalousiefelder dehnen, sondern es kommen einfach immer mehr dazu. Bleibt hier zu klären, wie wir die Verteilung auf der Geometrie noch beeinflussen können. Wir können schauen, ob das hiermit funktioniert. Jawohl. Wir können also hier sagen, das sollen 5 Kacheln sein. Und hätten damit das erste Fassadenmodul fast fertig. Für den Abschluss realisieren wir, dass wir ein Nullobjekt anlegen. Das nennen wir auch tatsächlich FE-Modul Verschattung 1. Und dieses legen wir jetzt, dieses Nullobjekt legen wir jetzt auf Y-2. Dazu muss natürlich der Modellmodus an sein. Minus 2. Entschuldigung, 1,5 natürlich.
Und in dieses Nullobjekt stecken wir alles, was zu diesem Fenster gehört, hinein. So. Das können wir dann duplizieren. Command C, Command V. Können uns das ein Stück zur Seite schieben und passen hier drin die Verschattung in der Höhe an. Ich wähle also das Polygonobjekt an. Ich weiß, dass da vorhin Punkte aktiviert waren. Die verschiebe ich. Und ein weiteres Element wieder noch durch Einfügen, Command V, wird entstehen. Das schiebe ich mal nach dieser Seite rüber. Es war ja noch ein Zwischenspeicher. Deswegen wird es wieder an derselben Stelle eingefügt. Ich aktiviere wieder die Verschattung und schiebe die jetzt noch ein ganzes Stück nach unten. Bezeichnen wir die drei Elemente 1. Ich mache sie mal der Reihe nach. Das heißt, das wird tatsächlich die 1. Das wird die 3. Und das, was ich ehemals 1 hieß, wird jetzt hier die 2. So, schiebt die auch schön. 1, 2, 3. In die Reihenfolge. Jetzt haben wir das Polygonobjekt, wir haben die Module, wir brauchen einen Kloner. Dem ordnen wir diese Module unter, sagen Objektmodus, ziehen das Objekt dort hinein und wählen hier die Kante aus. Was er jetzt tut, ist, er setzt an jede Kante eines dieser Module. Es fehlt uns also die Selektion, die das Setzen der Klone auf nur eine einzige Kante beschränkt. Das heißt, ich schalte mal meinen Kloner übergangsweise aus, wähle die Basisgeometrie an, gehe in den Kantenmodus, gehe in eine Ansicht. Ich denke, dass die von der Seite am besten geeignet ist und wähle jetzt mit der Rechtecksselektion einmal die gedrückte Shift-Taste. Ganz wichtig ist, Sie überprüfen bitte, ob hier steht nur sichtbare. Das muss natürlich aus sein. Und mit gedrückter Shift-Taste fügt man hier alle unteren Polygonkanten mit hinzu. Schauen wir uns das mal an, ob das stimmt. Jawohl, das sieht richtig aus. Diese Polygonselektion speichern wir. Selektion einfrieren. Und Sie sehen, es gibt jetzt hier ein erneutes Selektionstag, diesmal nur als Outline-Darstellung und das ist das Selektionstag für die Kanten. Und das werden wir jetzt in das Klonobjekt an diese Stelle ziehen. Ich fasse es hier also an, setze es hier ab. Jetzt mache ich den Kloner wieder an und sehe, das sieht doch schon ganz gut aus, bis auf den Umstand, dass unsere Elemente, die dort geklont werden, alle gedreht sind. Das Problem löse ich so, dass ich den Kloner nochmal ausschalte und die Achse der Objekte
mit dem Achsendrehwerkzeug oder überhaupt dem Achsenbearbeitungswerkzeug und dem Drehwerkzeug jetzt an dem blauen Anfassband um 90 Grad drehe. Gedrückte Shift-Taste rastet die 90 Grad ein. Ganz wichtig dabei ist, der rote Pfeil zeigt nach oben. Das machen wir für alle drei Elemente. Okay. Kloner wieder an und das sieht schon sehr gut aus. Wenn wir jetzt noch beim Kloner die Kantenskalierung anmachen und auf 100% schieben, haben wir also unser Wunschergebnis. Stellen jetzt aber bei weiterer Betrachtung fest, dass wir etwas zu viel gemacht haben. Denn ich wollte ja dieses Basiselement gleich auch als Glasscheibe und Paneltexturierungselement benutzen. Ja, das heißt, hier liegt ja schon eine Textur drauf, die für diese geschlossenen Paneele funktioniert. Und hätte ich mal lieber doch noch ein Material erzeugt, das mir so eine Art Glas simuliert, dann hätte ich vielleicht daran gedacht, dass ich das Glas in den Einzelmodulen, ich lege das hier ganz nach vorne, gar nicht benötige. Ja, dieses Element soll ja unser Glas sein und nur die Rahmen sollen darüber geklont werden. Das bedeutet, wir können die Rahmen, Entschuldigung, das Glas aus den drei Modulen wieder löschen. Das haben wir umsonst angelegt. Gleichzeitig werden wir hier die Flächenbündigkeit von Glas und Rahmen dadurch korrigieren, dass wir den Kloner aktivieren, sagen transformieren in Z minus 0,03, bedeutet also 3 cm nach vorne versetzen und demzufolge liegt jetzt dieses Polygonobjekt 3 cm innerhalb dieser Rahmenkonstruktion und enthält über die Materialzuweisung entweder ein gefülltes Panel oder eine Glasscheibe. Die Verschattung liegt bei allen Elementen ja dahinter, das heißt, sie ist nicht sichtbar von außen, nicht sichtbar bei den Elementen, die so ein gefülltes Panel haben. Wenn ich jetzt noch dem Kloner sage, unter Objekt, mach bitte diese drei Elemente nach dem Zufallsprinzip, dann sind wir im Prinzip fertig. Kopieren wir uns also als letzten Arbeitsvorgang die hier erzeugten Geometrien in das zur Verfügung gestellte Render-Vorlagedokument, das Sie sich vom Server geladen haben, und setzen das hier ein. Das darin befindliche Klon-Raum-Modul, was als Texturträger und ja, Visualisierungstest fungiert hat, schalte ich einerseits den Kloner aus und blende das Objekt aus. Wir werden also hier jetzt die letzten Anpassungen unserer Geometrie vornehmen.
Da meine ich mit, dass wenn wir das mal genau anschauen, hier noch diese Ecken vielleicht optimieren können und diese Innenfläche dieser geschlossenen Elemente herstellen. Aber das machen wir, nachdem wir die ersten Testrenderings vielleicht gemacht haben. Jetzt schalte ich mal, weil das nicht unbedingt notwendig ist, bei diesem Projekt die Option erweitertes OpenGL aus. Und wir schauen uns mal an, was wir da eigentlich rüber kopiert haben. Das ist Decke Wand. Ich beschrifte das ordentlich, nehme mir das also hier aus dem Polygonobjekt noch raus. So. Und werde jetzt hier entsprechend die Materialien zuweisen. Ich schaue als erstes mal bei dem Raummodul nach, wie dort diese Raumzelle materialisiert wurde. Sehe, da ist das Betonmaterial im Quadermapping zugewiesen. Das nehme ich mir jetzt einfach mal mit gedrückter Kontrolltaste, lege ich mir das auf meine Deckewand-Polygoneinheit und schaue mir das mal noch näher im Detail an und sehe, diese feine Struktur, die das Material hat, ist hier im Quadermapping sinnvoll zugewiesen. Das reicht mir also. Jetzt wechsle ich in den Polygonmodus, selektiere hier diese Wandfläche und greife mir hier unten aus den Materialien den Verputz und ziehe den hier auf diese selektierte Polygonfläche. Von der Logik bekomme ich jetzt also ein Material, das auf allen Polygonen liegt, die nicht durch dieses Selektionstag betroffen sind, und dieser Verputz weiß, ich werde nur auf die Elemente zugewiesen, die in diesem Selektionstag hier mit dem Namen Polygon 1 gespeichert sind. So, damit haben wir also ein Objekt, das sowohl Beton als auch weiße Wandflächen enthält. Jetzt sind wir einmal bei diesem Betonobjekt und können damit also gleich diese Korrektur vornehmen, indem wir den Polygonmodus aktivieren, dieses Vorderkantenpolygon selektieren und dieses jetzt um, sagen wir, 0,05 in Minusrichtung, also minus 0, minus 0,05 versetzen. Damit haben wir das Problem mit diesen Ecken schon gelöst. Weisen wir als nächstes den Fassadenmodulen die entsprechende Textur zu und ich klappe dafür mal hier die Struktur auf. Wir sehen also, es gibt hier dieses Magenta und das soll ersetzt werden durch dieses Material. Ich möchte Ihnen hier mal einen Weg zeigen, den man in jedem Fall gut gebrauchen kann, gerade wenn man Archicad-Dateien importiert, wo ja auf den Unterobjekten, die sehr zahlreich vorhanden sind, überall Materialien abgelegt sind. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, das sind drei Objekte, da ziehe ich eben hier mal neu das Material drauf, Steuerung Z, sondern da sind das vielleicht Dutzende oder sogar hunderte Objekte, wo sich Materialien verbergen. Und wenn ich dort ein Material austauschen will, muss ich quasi immer diesen Weg gehen, den ich Ihnen jetzt zeigen werde. Klick auf das Material.
es ist aktiv. Ich sage Textur Tag Objekt selektieren. Jetzt werden die Objekte aktiviert, auf denen dieses Material zu finden ist. In meinem Fall sind das drei, das wussten wir vorher schon. Und hier wird jetzt gesagt, das verwendete Material heißt Material 1. Das ist dieses. Und das wird ersetzt durch das Material, was ich jetzt hier reinziehe. Ausgetauscht wird also auf allen Textur-Tags jetzt dieses zugewiesene Material. Machen wir den Kloner als nächstes wieder an. Den schiebe ich mal hier hoch und den nenne ich noch Fassade. Dann bin ich nämlich eigentlich jetzt schon ganz zufrieden und wir können mal ein Proberendering mit dem Preview-Setting machen. Ich habe das jetzt hier mal angeklickt und schauen wir uns das mal an, wie die Fassade jetzt hier aussieht. Gut, das können wir jetzt schon wieder abbrechen. Wir haben noch etwas vergessen. Wir müssen nämlich noch hier das Material ersetzen, dieses Glas, und jetzt können wir erneut das Proberendering starten. Wir sehen, dass die Rahmenstärke hier in der Umsetzung jetzt etwas üppiger ausfällt als bei unserem eingangs gesehenen Dokument. Das könnte man noch korrigieren jetzt im Nachgang, aber ich will das jetzt hier mal so lassen. Was wir noch als letztes ausführen, sind die Individualisierungen in der Rahmenbreite. Und hierzu klicke ich jetzt auf dieses Polygonobjekt Basiselemente zusammengeschmolzen, gehe in den Kantenbearbeitungsmodus und werde jetzt mit der Live-Selektion einzelne Kanten anwählen und diese verschieben. Das war das, was wir eingangs gesehen haben, dass ich also hier in der Lage bin, diese Systembreiten bestimmter Elemente anzupassen. So, das können Sie dann auf der Gesamtfassade nach Belieben noch tun. Und als wirklich allerletzten Schritt möchte ich jetzt noch die Panelelemente mit einer Materialstärke versehen, damit die Verschattungselemente, die jetzt ansonsten im Inneren sichtbar wären, noch versteckt werden. Und zwar machen wir dafür Folgendes: Wir aktivieren unser Basiselement. Die Auswahl der Paneelen ist ja hier in dem Material-Tag gespeichert. Wenn ich auf das Polygonbearbeitungswerkzeug klicke, kann es also sein, dass die noch sogar noch aktiv sind. Ansonsten würde ich sagen, Selektion wiederherstellen. Damit würden sie aktiviert werden. Und jetzt sage ich mit rechter Maustaste abtrennen. Ja, ich erzeuge mir also ein eigenes Objekt und werde dieses
in ein Kleidungsoberflächenteck stecken. Das kommt da rein. Die Unterteilung, das wissen wir nun schon, wird 0 und hier können wir eine Materialstärke definieren. Damit wird dieses Panelelement etwas dicker und die Verschattungseinheit ist verschwunden. Wir werden hier noch, man kann jetzt natürlich hier noch die Materialien löschen, die da drauf sind und diesen Verputz. Es ist einfach, Verputz ist das ja nicht. Also das müssen wir uns mal anschauen, was das genau ist. Hier ist eine ganz leichte Struktur zugewiesen und der Clou an dem Material ist eigentlich eine leichte Spiegelung. Das ist Luxus. Es macht eine gewisse Atmosphäre in der Oberfläche aus. Also so ein ganz, ganz feiner seidenmatter Glanz wird da sichtbar. Das treibt die Renderzeit etwas nach oben. Ich habe sie an anderer Stelle ja sehr, sehr stark optimiert. Und während ich hier noch was zum Material erzähle, könnten wir das ja wirklich mal rendern. Und an der Stelle werde ich hier nochmal erklären, wie das mit dieser Innenkamera, was es damit auf sich hat. Wir sehen jetzt in diesem optimierten Preview-Rendering, dass die Ausführung ja vielleicht etwas stumpf ist, etwas dunkel ist bei dem gleichen Licht, das von außen gut funktioniert hat. Deswegen gibt es hier eine Innenkamera, deren ISO-Werte und deren Blende so optimiert sind, dass sie also für den Innenraum, unter physikalisch sieht man das, eine empfindlichere Belichtung realisiert. Und wenn ich das jetzt auch noch mal rendern lasse, werden wir den Unterschied sehen. Gegebenenfalls muss man diese Werte hier, also Blende und ISO-Wert, noch mal anpassen. Was man jetzt schon wahrnimmt, ist, dass durch die höhere Empfindlichkeit und die geringere Blende das komplette Außen wegglüht. Also das ist quasi überstrahlt. Das ist derselbe Effekt, wie wenn Sie versuchen, mit dem normalen Fotoapparat außen im Innenraum heraus nach draußen zu fotografieren. Da wird man auch entweder ist dann innen alles schwarz oder die Glas, also alles, was draußen ist, ist dann weiß. Diese Werte kann man natürlich jetzt noch so weit optimieren hin und her, bis man da einen Idealwert gefunden hat. Ich möchte hier nochmal ein Setting aufzeigen, das ich mit eingebaut habe. Das ist dieses HDRI-Setting. Schauen wir uns das mal an. Da kommt jetzt das Licht von einer anderen Richtung. HDRI bedeutet in dem Fall, dass es ein Material gibt, das ein 360 Grad Bildpanorama enthält und das hat eine 32-Bit-Auflösung, das heißt, es enthält einen viel höheren Farbraumumfang. Zudem ist es ja 360 Grad, das heißt, es wird ringsrum auf die Kugel des Himmels projiziert und das speist uns natürlich hier nochmal eine Reihe von mehr Farbinformationen auch in den Innenraum ein. Das kann sich doch schon ganz gut sehen lassen. Wir könnten hier den Wert nochmal etwas reduzieren. Die Blende gehe ich mal auf 4 runter und
Ja, wir sehen also hier mit diesen kurzen, schnellen Testrenderings die Wirkungsweise dieses Systems. Ich kann jetzt wirklich wie ein Fotograf die Feinjustierung vornehmen und damit also auch schon innerhalb von Cinema die Räume lichtseitig aufhellen, ohne dass ich an den Lichteinstellungen was ändere, die ja von außen für die Außenraumdarstellung super waren. Gucken wir uns die nochmal an. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir zu Hause sind. Da, okay. Da ist übrigens der nette Mann, der das zur Verfügung gestellt hat. Dieses Panorama, den sollte man also den Ausschnitt so wählen, dass das nicht sichtbar ist. Okay. Der Vorteil dieser HDRI-Bilder und der Zuweisung über den Standardhimmel ist der, dass wir natürlich hier diese schönen Glasreflexionen bekommen und damit auch Glas wie Glas aussieht. Das ist ein großer Vorteil dieser Bilder. Wir kriegen hier sogar noch solche Lensflares, jetzt oder solche Spiegelungen in der Fassade gratis mit geliefert. Gut, da kann man jetzt, das könnte man jetzt auch noch ein Stück wegdrehen. Aber mit dem Ergebnis, das glaube ich, ja, für die etwas mehr als eine Stunde sehr, sehr passabel ist, dafür, dass wir es parametrisch aufgebaut haben, also an der Fassade individuell noch editieren können, ist das super geworden, finde ich. So, ich bin fertig.